willkommen zur Premiere der Vampirschwestern 2. Fledermäuse im Bauch. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Geht unbedingt ins Kino. Es genau. Lohnt sich. Ich habe mich sehr gefreut auf die neuen Dreharbeiten, auf das Team wieder, alle wiederzusehen und mit Martha wieder zu arbeiten. Das ist ein tolles Abenteuer, was die beiden erleben. Und das Schöne finde ich halt, es passiert, der Auslöser ist, weil Daka sich verknallt. Eure Kinder quasi im Film werden jetzt ein bisschen flügge. Ja, die werden halt älter und die haben dann andere Interessen, verlieben sich und haben dann Schmetterlinge im Bauch. Besser gesagt, Fledermäuse im Bauch. Ja, Fledermäuse. Es geht um so die ersten Teenager-Probleme und die Auseinandersetzung zwischen Jung und Alt in dem Sinne. So ganz süß. Ob ich hier bin oder da. Ein ganz toller Familienfilm und diesmal, er ist, glaube ich, noch ein bisschen aufregender als der erste Teil. Es gibt wirklich diesmal sehr spektakuläre Szenen, auch mit den Vampiren, also anschnallen. Allein dadurch, dass so viele neue Charaktere gekommen sind und wir nicht nur Dirk van Combast als sozusagen Gegner haben, sondern ja noch welche dazukommen, ist es, finde ich, allein dadurch noch viel spannender geworden. Es gibt eine ganz klare Lieblingsszene für mich, ist das Konzert Kryptenkrax. Und das war so toll. Tim Oliver Schulz spielt es so super, den Modo, hat alle Songs selber gesungen. Das war ein abgefahrenes Gefühl. Also wir hatten Ewigkeiten geprobt und probiert und Texte auch geschrieben, also der Robert Matt. Und das waren ja vampirische Texte. Deswegen war das besonders hart, die auswendig zu lernen letztendlich und die irgendwie zu singen und so zu singen, dass es Sinn macht und dass es überzeugend ist. Und das hat viel Spaß gemacht. Ich vermute mal, den Applaus zu nehmen, der hat euch gefallen. Wunderbar, freut mich sehr. 16. Oktober ist der Kinostart und wir freuen uns, wenn Sie ganz viel rumerzählen, wie toll Sie es gefunden haben. Schönen Dank, schönen Nachmittag und eine bis bald, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, bis bald. Vielen Dank. Ich fand ihn sehr gut, er war spannend und lustig. Fand ich richtig cool. Ich finde es einfach cool, wie die einfach die Regeln brechen und dann am Ende doch alles wieder gut ist. Ich hoffe, dass noch mehr Teile gedreht werden, weil die sind immer richtig schön. Ich fand ihn witzig und cool. Ich fand ihn super. Der Film war echt cool.